Mein Name ist Hans Müller. Ich bin Deutscher. Aber wegen meinem Aussehen, das liegt an meinen Eltern. Meine Mutter kommt aus Polen. Mein Papa ist Ausländer. Kommt aus München, also Bayern. Eigentlich bin ich ein deutscher Schauspieler. Und da war ich, als ich meine Ausbildung fertig gemacht habe in Köln, war ich circa 2 Jahre arbeitslos. Ich habe von Hartz IV gelebt, Arbeitslosigkeitsgeld gehabt und Sozialhilfe genommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie Marktlücke finden, damit ich Kohle verdienen kann und als Schauspieler arbeiten kann. Und damals, und Gott sei Dank momentan auch, Indien ist total in, wegen Yoga, Ayurveda, Kamasutra, indisches Essen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich müsste mich einfach als Inder umwandeln. Dann kamen 2 sehr große Fragen, 2 Probleme, meine Hautfarbe und meine Sprache. So, dann habe ich circa 10 Jahre lang in Solarium gelegt, 2-mal pro Woche. Das hat circa 800 Euro gekostet. Da bin ich eigenermaßen braun geworden. Und dann kam zweites Problem, meine Aussprache. Weil ich in Hannover geboren bin, habe ich Deutsch gesprochen wie Hannoveraner. Zack, wunderbares Deutsch, Hochdeutsch, bestes Deutsch. Hat man gemerkt, dass ich irgendwie Deutscher bin. Dann habe ich mich bei VHS gemeldet. Dann habe ich ein bisschen mein Deutsch verschlechtert. Wie ein Inder Deutsch spricht. Ja, wie McDonald's Werbung. Herzlich willkommen bei McDonald's, ich bestelle mit McChicken. Was darf dein? Ein Cola? Das habe ich richtig geübt. Unser Kollege Kai Anar macht auch sehr gut. Naja, das Problem habe ich eigenermaßen gelöst. Also Farbe, schön, Sprache. Merkt ihr bestimmt nicht, dass ich eigentlich Deutscher bin, oder? Merkt man das? Dass irgendwie. Ja? So ist das. Übung macht den Meister, Sinan. Naja, auf jeden Fall, die beiden Probleme habe ich gelöst. Und seitdem ich Inder geworden bin, eigentlich bin ich blond und blauäugig, ne? Aber ich habe jetzt die Haare gefärbt, trage ich Linsen und so weiter. Aber ich bin nur hier und hier bin ich braun und unten ist alles weiß. Und seitdem ich Inder geworden bin, habe ich viele Auftritte bekommen in Deutschland. Ich habe bei Tatort mitgespielt, Aktenzeichen XY. Mit Herz und Handschellen läuft irgendwann mal auf Sat.1. Da habe ich indische Restaurantchef mitgespielt. Eine der beliebtesten TV-Serien, Stromberg, da spiele ich auch Computer-Inder. Zwar habe ich ganz wenig Sprechrolle, aber da bin ich auch als Inder besetzt. McDonald's-Werbung gemacht, McDonald's.de, wo wir indische Woche hier hatten. Was noch? Also ich habe eigenermaßen gut jetzt verdient. Jetzt brauche ich keine Hartz-IV so bekommen. Und da, wenn ich weiter nicht als Inder geben würde, die Arbeit, dann habe ich mir vor, ein bisschen so Chinesen zu machen. Vielleicht klappt das. So läuft gut momentan. Vielen Dank. Naja, Entschuldigung, ich bin Prashant Prabhakar, ist mein Künstlername. Aber ich heiße Prashant Jaiswal. Ich komme aus Indien. Ich bin nicht Deutscher, ich bin Inder. Und ich lebe seit über 6,5 Jahren in Deutschland. Momentan in Göttingen. Ich würde sehr gerne in Köln umziehen, weil hier mehr Arbeit gibt als Schauspieler. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich angefangen zu studieren. Und mein Traum war oder Traum ist immer noch, ein Schauspieler zu sein oder als Schauspieler zu arbeiten. Und wo ich angefangen habe, also ich habe ein paar Schauspielkollegen kennengelernt, in Köln, in Berlin, München. Und die haben gesagt, es schadet nicht, wenn man sich einfach als bewerbt, als Schauspieler, als indischer Schauspieler. Und dann habe ich keine großartige Hoffnung gehabt, dass ich hier als Kleindarsteller, als Schauspieler arbeiten würde. Aber es schadet niemals, wenn man sich überall bewerbt bei Castingagentur. Und ich habe meine Fotos geschickt, mein Demoband und meinen Lebenslauf und so weiter. Und hat, würde ich sagen, 70-80% hat es geklappt, dass ich überall Arbeit bekommen habe. Manchmal als Kleindarsteller, manchmal als Hauptdarsteller. Ich habe ein paar Kurzfilme gespielt in München, Köln, in Berlin, in Kassel. Das hat auch wunderbar geklappt und bis jetzt, wo ich mich richtig geehrt gefühlt habe oder fühle, dass ich bei Tatort mitgespielt habe, ganz kleine Rolle in Göttingen, in Polizeischule und dann mit Herz und Handschellen, das kommt bald auf Sat.1, da habe ich auch als indisches Restaurant Chef mitgespielt. Stromberg ist einer der bekanntesten Serien Deutschlands, läuft immer auf Pro7, da drehen wir gerade 4. Staffel, da bin ich auch Computer-Inder. Wolle Rosa kaufen in der mache ich ungerne, sehr ungerne, aber da habe ich auch in einem Film mitgespielt, heißt Vollidiot mit Oliver Pocher. Aber
leider, würde ich sagen, Gott sei Dank, diese Szene, wo ich mitgespielt habe, das wurde rausgeschnitten. Diese Szene sieht man nicht mehr. Valorosa kaufen in der. Ja, Klischee-Inder muss ich leider überall spielen. Computer-Inder, Valorosa kaufen in der, indische Restaurantchef und so weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also mein Wunsch ist, irgendwann mal als Tatort-Kommissar zu spielen. Ja, bis jetzt, wie ich vorher erwähnt habe, indische Restaurantchef, Kellner, indischer Kellner, Computer-Inder, der in einem Computer sitzt und tippt, Taxifahrer, Soko Kjöllheim mitgespielt als Taxifahrer. Jetzt neulich, am Montag, drehe ich einen Film, Fasten à la Carte in Hamburg, auch als Taxifahrer. Sowas halt, ne? Ich möchte bitte schön kein Inder spielen. Ich muss überall Inder spielen. Das ist richtig ärgerlich für mich. Aber da ich Inder auch sehe, meine Sprache ist immer noch so halb indisch, also hört man Akzent und so weiter. Ich möchte irgendwie ein Deutscher spielen, der in Deutschland geboren ist, also ein Inder, der in Deutschland geboren ist, weißt du? Also ich müsste nicht so eingestempelt sein, überall Inder, Inder, Inder. Da ich ein großer Fan von einem indischen Schauspieler bin, heißt Amitabh Bachchan, und er hat immer Bösewicht gespielt. Und das ist auch mein Traum, irgendwie ein Böse zu spielen, ein Romantiker zu spielen. Comedy kann ich nicht so gut momentan. Ich muss viel lernen, weil ich komme aus Indien, das ist andere Mentalität, andere Humor. Und Deutschland ist anders. Ich muss ein bisschen hier anpassen, integrieren. Und wenn ich irgendwie versuche, als Comedian zu spielen, es kommt nicht so gut rüber für deutsche Zuschauer. Deshalb, es dauert für mich ein bisschen, bis ich so Profi geworden bin, dass ich als Comedian spielen kann. Also Romantiker oder ein Bösewicht liegt in meinem Blut. Ich kann sehr gut sowas. Wenn du möchtest, kann ich dir ein paar Szenen auch zeigen von dem Film. Der Film heißt Agnipath. Und das hat Amitabh Bachchan ganz böse gespielt. Und dein Dialog ist dann so. Vijay, Dinana John, Puranam, Babkanam. Dinana John, Makanam, Suhasni John, Gao, Mandwa, Umar, 36 साल 9 महीना 8 दिन यही सब नगंडा चालू है आई ये 6 फुट का बॉडी लड़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया मालूम कम पड़ गया दारू पी के सोचता था मास्टर का बीबी और बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा होगा गलत सोचो तुम गलत सोचो नहीं ठहरो भाभी तुम ठहरो इधर तुम ठहरो ये तुम्हारा पति आई बहुत आदर्शवादी है बहुत बड़ा कानून का पुजारी है जिंदगी में क्या मिला उसको कुछ मिला नहीं इससे को ये जो आदर्श कानून का चश्मा अपनी आंखों पे पहना है बोलो इसको उतारने के लिए बोलो कहने को ये शहर है सिर्फ कहने को पर इधर जंगल का कानून चलता है मालूम जंगल का चूटी को पिस्तौया खा जाता है पिस्तौया को मेढक भेड़िया सब खा जाता है इधर हर ताकतवर अपने से मार कर जीतता है मालूम अपने से मार कर जीतता है हे देखो हे क्या बोलते तुम Lustiger, was du gesagt hast, Komödiant. Es gibt einen Film, heißt Ham, auch ein indischer Film. Da hat Amitabh Bachchan Betrunker gespielt. Und das Szene ist so halt, sagt er auf Hindi und dann sagt er gleich auf Englisch, aber Englisch mit Akzent. Sagt er, इस दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं एक वो जो कचरा सोड़ता है दूसरा वो जो पाप की गंदगी सोड़ता है कचरे वाले कीड़े को मारने के लिए बाजार में फिनिट मिलता है लेकिन पाप की गंदगी वाले कीड़े को मारने के लिए फिनिट सारा बना नहीं आज तक बना नहीं नो फिनिट ग्लाइशन दिस सकते ऑफ इंग्लिश There are two types of cockroach in this world, my dear friend. One come from gutter, another from society. Coming cockroach from gutter, man biting, man going sick. Coming cockroach from society, all society biting, all society sala bimar par jaying. To finish the cockroach of gutter, you put this finit in the market. But my dear friend,
to finish the cockroach of society, finish sala. Banani ajtek. Banani. No finit, no market. Hey. Banani ajtek. Banani ajtek. Ganz einfach. Computer in der Tag. In Google tippst du einfach indischer Darsteller, dann sieht man mich. Außerdem meine Seite heißt www.inder.de.gg. Inder.de.gg. Das ist meine Website. Vielen Dank, Prashant. Ich wünsche dir alles Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank.